Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Kennysucht.net. Jetzt joinen und die Süßheit des Minecraft-Servers erleben. Leute, heute gibt es wohl das krasseste überhaupt auf meinem eigenen Server, Kennysucht.net. Ich bin auf dem City-Build-Server 1.8 bis 1.12. Leute, was wir heute machen, sage ich euch gleich, aber zuallererst ein bisschen Promotion. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn du eventuell noch neu auf diesem Kanal bist, nicht vergessen, kostenlos diesen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich außerdem riesig freuen, wenn du mal auf meinem Server vorbeischauen könntest und im Shop. Momentan kannst du dir den ersten Rang schon für 5 Euro kaufen. Wir haben nämlich einen 50% Sale, Leute. Richtig, richtig krass. Ich würde aber sagen, wir gehen ab ins Video. Let's go! Woo! So, Leute, ich bin jetzt hier bei meinem vierten Plot schon, okay? Und man fragt sich jetzt natürlich, what's going on? Leute, heute machen wir ein Jump'n'Run mit Gewinnspiel. Und Leute, es ist so, dass der dieses Jump'n'Run als allererstes von den Spielern, die jetzt gerade online sind, beendet, der bekommt den neuesten Rang umsonst. Der Rang, der ab heute im Shop verfügbar ist, der Candy King oder Candy Queen Rang, Leute, den bekommt derjenige, der hier das Jump'n'Run als allererstes beendet. Gleich werde ich das Jump'n'Run einmal durchspielen, aber ganz kurz muss ich erstmal Hallo sagen. Oh mein Gott, Leute. Also, ich schreibe mal einmal ganz kurz in den Chat, was wir heute machen. Okay, Leute, ich habe in den Chat geschrieben, dass wir ein Jump'n'Run machen und dass jeder, der mitspielen möchte, einmal /PH4 machen muss von meinem Plot. Das bedeutet, hier in der Anfangsbereich werden jetzt gleich, alles klar, Leute, was macht ihr denn hier? Oder spawnen die da? Nee, oder? Ich glaube nicht. Okay, der Anfangsbereich füllt sich schon mal. In der Weile, Leute, kann ich ja mal ganz kurz zeigen, wie das Jump'n'Run funktioniert. Also, ich mache hier gleich die Türchen auf und dann geht es los. Man muss hier außen rumspringen, da fängt es bei mir schon an, Leute. Ich zeige natürlich einmal, wie das Ganze funktioniert und jetzt guckt mir wirklich jeder gerade zu. Das ist natürlich dann auch der Vorführeffekt. Ist ja klar, Leute. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, ein wenig aufgeregt. Ich bin ehrlich ein bisschen aufgeregt. Aber, Leute, ich muss euch das natürlich zeigen, damit ihr auch seht, dass alle Sprünge möglich sind. So. Zack. Okay, den haben wir jetzt nicht geschafft. Ganz kurz, das Jump'n'Run sieht jetzt vielleicht noch ziemlich einfach aus, aber wenn man hier runterfällt, dann muss man alles von vorne machen. Das ist echt hart. Das ist verdammt hart. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt jemand hinbekommt. Aber gut. So, Leute, das ist sozusagen der erste Bereich. Wenn man das geschafft hat, ist man hier. Und hier ist eine Besonderheit. Ihr seht schon, hier sind unsichtbare Blöcke. Das hat den Vorteil, man kann hier zwischen nicht rausfliegen. Aber man muss auch den richtigen Weg finden, Leute. Das werde ich jetzt nicht machen, weil sonst wissen die ja schon, wo es lang geht. Und am Ende befindet man sich sozusagen hier. Muss einmal, zack, um den Rand rumspringen. Zack, von hier auf den Slime-Block und an die Leiter. Der Sprung ist auf jeden Fall möglich. Ich habe das alles vorher getestet. Da haben wir ihn geschafft, Leute. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Support-Team und das Admin-Team. Das ganze Team, das mir hier gerade so ein bisschen Unterstützung liefert. Denn wir müssen natürlich auch schauen, dass hier keiner hackt, Leute. Ich habe alle Regeln hier an die Wand geschrieben, Leute. Wenn jemand dagegen verstößt, wird er sofort getötet und muss sozusagen wieder von vorne anfangen. So, Leute, wir waren ja hier unten, ne? Und das bedeutet, wir müssen jetzt von hier dahin. Es sind echt schwierige Sprünge dabei, Leute. Das muss man wirklich sagen. Das ist an einigen Stellen schon echt verdammt schwer. Mach hier mal ein Schild dran, damit man auch weiß, hey, yo. Also der Sprung ist auf jeden Fall möglich. Ich muss ihn natürlich jetzt auch schaffen, sonst wäre das ein bisschen peinlich, Leute. Jetzt habe ich ihn geschafft, Leute. Wenn man das nicht schafft beim ersten Mal, ja, dann fliegt man komplett runter und muss alles von vorne machen. Also dafür, dass man den teuersten Rang auf Candysucht.net sozusagen als Preis bekommt, muss man schon wirklich was tun. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe den Sprung eben geschafft und das hier ist ein wirklich schwerer Sprung, Leute. Das ist ein echt verdammt schwerer Sprung. Der ist aber auf jeden Fall möglich, das weiß ich. Den habe ich vorhin getestet. Und jetzt schauen sie mir alle zu. Oh, 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 Leute. Oh, oh, oh. So, dann geht es auf jeden Fall von hier um die Ecke rum. Das ist wieder ein echt schwieriger Sprung, muss ich sagen. Aber wenn man es raus hat, Leute, dann hat man es raus. Dann geht man hier ins Innere. Dann muss man hier ein paar Sprünge machen. Ich habe es auch so gemacht, dass man ganz easy sozusagen wieder nach da kommt. Und von hier muss man auf den Slime, Leute, und dann da oben an die Wand. Ich werde das einmal ganz kurz noch schreiben, hier oben, zack, damit man auch wirklich nicht in die Irre geführt wird. Eigentlich ist der Sprung richtig gut möglich. Okay, Leute, aber damit wir wirklich sicher sind, mache ich den mal einen tiefer. So, dann kommt man auf jeden Fall hier raus, dann muss man hier hin, einmal zack, nochmal nach hier und nach da. Und Leute, hier wird es halt richtig interessant, finde ich. Man kommt hier, macht einen Slime-Sprung, macht noch einen Slime-Sprung und dann landet man sozusagen hier.
Leute, das ist mega, mega schwer. Und gleichzeitig auch mega, mega geil. Dann landet man hier sozusagen, wo wir angefangen haben. Dann muss man hier hoch, alles möglich, die Sprünge. Der Sprung ist wirklich schwierig, aber auch machbar, Leute. Und das hier ist ein echter Killersprung, Leute. Da habe ich hier erstmal das gebaut und sogar eine Plattform, wo man sozusagen runterfällt. Und dann geht man einfach hier nach oben und dann hat man es geschafft, Leute. Das bedeutet, jetzt müssen alle nach unten kommen. Ich habe jetzt nochmal geschrieben, dass alle sich wirklich auch die Regeln durchlesen sollen. So, Leute, ich hoffe, jetzt ist endlich alles hier und keiner sozusagen mehr im Jump Run. Das sieht aber gut aus. Oh mein Gott, Leute. Ich will nicht wissen, wie viele Leute das jetzt hier sind. Holy moly. Leute, nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Server-Team. Vielen, vielen Dank. Soweit ich das hier sehe, Leute, hat keiner mehr eine Rüstung an oder sowas. Okay, Leute, auf jeden Fall. Wie findet ihr diese Idee? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir fangen jetzt gleich an. Okay, Leute, jetzt geht's aber los, Leute. 3, 2, 1, los! Woo! Türen öffnen! Jetzt geht's los, Leute. Die ersten fangen sozusagen schon an. Und hier ist der erste, den wir, ja. Okay, der erste ist schon mega weit, Leute. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, man kann jetzt hier keinen Bug irgendwie ausnutzen. Oh, ich bin gespannt, Leute. Der PK-Crafter ist schon mega, mega weit. Leute, das ist ein richtig, richtig nices Event. Ja, du bist ja ein Lustiger. Wahrscheinlich hat er gewonnen. So, ich glaube auch nicht, dass das Opfer 1, 2, 3 hier oben gelandet ist. Okay, okay. Wie sieht's jetzt hier aus? Lucky Flo. Oh Gott, der ist schon richtig weit. Ich weiß leider nicht, ob er geschummelt hat oder nicht. Okay, Leute, das ist echt ein richtig schweres Jump'n'Run. Das muss man ganz klar so sagen. Und hier sind die ersten Scherzkekse. Aber die kommen von da auch nicht weiter. Deswegen lassen wir die jetzt einfach mal da stehen. Sehr, sehr viele haben schon Probleme hier am ersten Sprung, Leute. Ich werde das, glaube ich, mal ein bisschen vereinfachen. Achtung, wir machen da jetzt mal einen Block hin. So, wir machen es mal ein bisschen einfacher. Wir machen es mit der Zeit ein wenig einfacher. Okay, die ersten kommen auch schon weiter. Die ersten kommen auch schon weiter, Leute. Der erste, der Big Car Crafter, ist jetzt hier schon. Oh, oh, oh. Das Problem ist wirklich, wenn man einmal runterfällt. Ah, schade. Ah, ich hoffe, wie gesagt, das ist nicht zu schwer, Leute. Wir machen es jetzt einfach mal noch mehr einfacher. Wir machen es jetzt noch einfacher, damit noch mehr Leute es schaffen, damit es auch spannender wird am Ende. Okay, Leute, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Sehr, sehr viele versuchen es immer wieder und starten wieder von vorne. Ich finde das ja geil. Ich finde das ja geil. Also diese Kollegen hier, die versuchen es halt einfach nur von vorne immer wieder. Okay, ich habe gemerkt, Leute, wir müssen es ein wenig leichter machen. Wir machen es ein bisschen leichter. Wir machen jetzt hier einmal ganz kurz eine extra ran und da. Wir helfen mal ein bisschen aus, Leute. Wahrscheinlich schaffen es jetzt noch mehr. Wahrscheinlich schaffen es noch mehr, aber das ist auch gut so. Dann ist mal ein bisschen Spannung drin, Leute. Oh ja, jetzt kommen sehr, sehr viele weiter. Jetzt kommen sehr, sehr viele weiter. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind einige sogar da schon hingekommen. Einige sind da schon hingekommen. Leute, ich weiß nicht, ob der Sprung... Oh mein Gott, der Solcarus hat den Sprung geschafft. Oh yes, oh yes. Oh, jetzt hat das... Schade, schade, schade. Ich glaube, ich mache es hier mal so, dass man von dort einfach hier hingehen kann. Das ist dann ein bisschen einfacher. Wir wollen es ja auch nicht zu schwer machen, Leute. Leute, ich habe jetzt auch mal meine Home-Position geändert. Das heißt, ich habe es ein bisschen verschluddert. Tut mir ein bisschen leid. Habe ich jetzt da gesetzt. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, Leute. Ich werde es jetzt so machen, Leute. Wenn man dort unten auf diesem Slime-Block hängt, dann kann man wieder zurücklaufen. Das ist... Ich glaube, das ist ganz human. Oh, Leute, das ist mega cool. Oh, Leute, der liebe Big Car Crafter kommt tatsächlich richtig weit hier. Oh, er hat es geschafft. Oh mein Gott, ich glaube, der Big Car Crafter ist tatsächlich der, der am weitesten bislang hier gekommen ist. Ob er den schafft, Leute, ich weiß es nicht. Der ist mega schwer, der Sprung. Ich mache hier mal eine kleine Barriere. Das heißt, wenn man ihn nicht schaffen sollte, dann kann er wieder zurückspringen. Ich glaube, das ist cool, Leute. Ich glaube, das ist ganz cool. Dann hat man immer so Mini-Checkpoints. Oh, wir haben den zweiten und zwar den lieben Pika Place. Oh, Leute, ganz viele kommen jetzt tatsächlich schon richtig, richtig weit. Winchester ist auch schon da, aber sie weiß nicht, wie sie weiterkommen soll. Nein, sie schüttelt den Kopf. Der Sprung ist nicht drin. So, Leute, wir machen jetzt mal hier eine kleine Plattform. Das heißt, wenn man es nicht schafft, machen wir es wieder vorne, dass man sozusagen eine Rettungsinsel hat, von der man sozusagen springen kann. Oh, Leute. Oh, der liebe Pika Place ist jetzt auch da. Ja, Lucky Flurry ist ja der eine Hacker, genau. Schade, Leute. Ich probiere es nochmal, aber der sollte eigentlich möglich sein. Oh, ich weiß nicht, Leute. Jetzt sind es wieder sehr, sehr viele, die neu probieren müssen. Oh, der liebe Pika Place. Aber der Solcarus ist auch schon wieder am Start. Der ist wieder am Start, Leute. Ja, Leute, es ist tatsächlich nicht einfach. Aber ich habe mir gedacht, hey, dafür...
dass wir sozusagen den teuersten Rang verlosen, ist es doch ganz okay, oder? So, wartet mal. Ich probiere diesen Sprung jetzt noch einmal. Ich habe ihn. Er ist auf jeden Fall möglich, Leute. Der liebe BK-Crafter scheitert auch an diesem Sprung. Das ist ja an sich derselbe. Oh, der liebe BK-Crafter wird verfolgt vom lieben JSTYLS. Wenn wir jetzt hier gar nicht weiterkommen sollten, Leute, dann werde ich noch einiges vereinfachen. Auf jeden Fall. Oh, der liebe Solarkus wird jetzt hier... Oh, er ist drin. Er ist drin, Leute. Oh, Leute, jetzt... Jetzt geht's aber ab. Der liebe Solcarus ist mega weit. Er ist mega, mega weit. Wenn er das jetzt schafft. Oh mein Gott, Leute. Der liebe Sol. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit. Wenn er das jetzt. Er ist. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Oh mein Gott, wie ärgerlich. Ich werde das hier jetzt ein bisschen einfacher machen. Ich mache es so. Ja, das ist doch einfacher. Ja, das ist besser. Okay, Leute, sehr, sehr viele hängen jetzt hier und kommen bei dem Slime-Sprung nicht weiter. Ich glaube, ich werde das jetzt hier auch nochmal ein bisschen vereinfachen. Wirklich, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, lasst es mich wissen, Leute. Echt, ein Riesenspaß. So, Leute, ich habe mir jetzt gerade gedacht, wir werden diesen Sprung auch vereinfachen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Dass man einfach nur von hier sozusagen auf diese Fläche springen muss und dann nach hier. Ja, jetzt schaffen es auch mehr, Leute. Jetzt schaffen es auch mehr tatsächlich. Ich werde hier, glaube ich, mal den unsichtbaren Block tatsächlich wegnehmen. So, und hier ist es eigentlich auch einfach gemacht worden. Da kommt man eigentlich auch gut durch. Sehr, sehr viele sind jetzt hier in der Waffel. Ich nenne das jetzt einfach mal Eiswaffel, Leute. Ich glaube, man darf tatsächlich nicht sneaken. Das ist das Geheimnis. Ja, man darf nicht sneaken. Ja, der BK-Crafter hat's geschafft. Woo! Leute, und hier machen wir es jetzt auch wieder einfacher. Easy. Nice. Okay, jetzt ist es... Der BK-Crafter ist wieder vorne. Der BK-Crafter ist wieder vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat's. Dem könnte ich zutrauen, dass er das Ding als erstes rockt. Dass er das Ding als erstes rockt. Dem könnte ich zutrauen. Meine Damen und Herren, jetzt bitte Konzentration. Um Gottes Willen, der BK-Crafter hat den Sprung auch geschafft. Jetzt muss er um die Ecke rum. Um die Ecke rum. Er guckt mich an, er fragt sich, ist dieser Sprung möglich? Oh mein Gott. Er hat ihn. No way. Oh mein Gott, der BK... Oh mein Gott. Wenn er den Sprung jetzt noch schafft. Wenn er das jetzt schaffen sollte, Leute. Jetzt, oh mein Gott, wenn er das schafft. Oh mein Gott. Yay! Yeah! Der BK-Crafter hat gewonnen, Leute. Woo! Oh mein Gott, war das ein geiles Event. Und Leute, ihr seid so sportlich. Wirklich alle schreiben GG in den Chat. Ganz, 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 ganz lieb von euch. Richtig, richtig, richtig süß. Okay, stopp, Leute. Einmal ganz kurz, stopp. Wir haben folgende Situation. Es gab gut und gerne 30 Spieler, die haben sich bei diesem Jump'n'Run immer in die Mitte geportet und sind sozusagen für das Jump'n'Run disqualifiziert. Der einzige Spieler, Leute, der am weitesten gekommen ist und nicht gecheatet hat, heißt AJSTYLS, Leute. Den habe ich noch einmal ganz kurz im Bild gehabt. Der hat auf jeden Fall jetzt den Rang gewonnen, der liebe BK-Crafter. Er nicht, denn er ist disqualifiziert worden. Er hat sich in die Mitte teleportiert. Das haben übrigens sehr viele gemacht und da muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall eine bessere Lösung finden. Das tut mir sehr, sehr leid. Glückwunsch an den Namen, den ich nicht aussprechen kann. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz großen Dank an das Serverteam. Vielen, vielen Dank. Ganz speziell an LexWave. Dankeschön. Und Leute, ja, Abmoderation. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und Leute, wenn ihr noch neu auf diesem Kanal seid, nicht vergessen, kostenlos zu abonnieren. Ganz, ganz liebe Grüße raus an mein Serverteam, dass sie sich hier so engagiert haben und mich unterstützt haben. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Haut rein und ciao!